Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns mit sich bewegenden Materialien auseinandersetzen. Das hört sich erstmal bescheuert an, aber man kann damit solche wunderschönen Sachen wie zum Beispiel Lava machen. Und ich finde, Lava sollte es in jedem geilen Spiel geben. So, ich habe jetzt hier einfach mal wieder diesen wunderhübschen knallroten Blueprint genommen. Aber ich glaube, damit habt ihr alle kein Problem. Der sieht irgendwie trotzdem ganz nett aus. So, was wir als erstes machen wollen ist, wir bauen uns hier einen neuen Ordner. Ich packe jetzt einfach mal hier den Ordner My Content rein. Wir kennen das schon, da kommt dann einfach mein Content rein. So, und hier drin will ich jetzt ein neues Material erstellen. Und was wir benutzen werden, ist tatsächlich auch Starter-Content. Das heißt, ihr könnt das alles 1:1 nachmachen, ohne irgendwie suchen zu müssen. Und dort gibt es eine wunderbare Textur für Feuer drin. Und Feuer sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus wie Lava. Deswegen kann man das auch wunderbar benutzen. So, also erstellen wir mit Rechtsklick erstmal ein neues Material und nennen das zum Beispiel Lava. Und jetzt öffnen wir das ganze Ding. Also ihr solltet hier so ein Material haben, aber da ist logischerweise noch keine Textur und nichts drin. Alles kein Problem. So, und jetzt haben wir hier, naja, wir sehen, dass wir nichts haben und es wäre irgendwie eine recht langweilige Textur, nicht wahr? Deswegen, ich ziehe das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen rein, damit ich noch Zugriff auf den Content-Browser habe hier. So, und jetzt wechsle ich unter den Starter-Content und dann unter Textures. So. Und hier gibt es irgendwo eine Fire Texture. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Deswegen gebe ich hier einfach mal Fire ein. So, wir haben jetzt hier Fire. Das sieht irgendwie seltsam aus. Wir haben hier Fire Tile D. Das sieht doch ganz gut aus. Das ziehe ich jetzt einfach mal hier rein. So, wundervoll. Und jetzt setze ich das Ganze. Also im Prinzip genauso, wie ihr eine normale Textur bauen würdet. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Und das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Also ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Wenn ich dieses Lava oder diese Lava-Textur bzw. das Lava-Material, komm, speichere ein bisschen schneller, auf was draufziehe, dazu sollte ich natürlich erstmal hier was machen. Zum Beispiel, was könnten wir denn nehmen? Wir nehmen einfach mal einen Cube hier. So ein bisschen Lava, die hier so von Seite zu Seite fließt. Ein bisschen breiter. So, und dann natürlich extrem lang. So, und dann wollen wir die noch ein bisschen verschieben. So, okay, ja, das ist jetzt einfach ein bisschen Lava. Achtung, die guckt jetzt in unserem Fall sogar aus dem Boden raus. Wenn wir die genau gleich hoch machen wie den Boden, dann passiert dieses komische Aliasing hier. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen stellen wir es ein bisschen höher. Und ihr könnt sie dann, wenn ihr wollt, noch irgendwie einrahmen, zum Beispiel mit Steinen oder sowas. Also mit ein paar Steinen einrahmen, das sieht dann richtig geil immer aus. Und ja, das ist natürlich dann so, wie es sein soll. Und jetzt wollen wir zurückgehen in den Content Browser und ziehen das Ding hier mal drauf. Gut, okay. Das war jetzt nicht so geplant. Jetzt hat es funktioniert. So. Und nein, wir wollten auch eigentlich nicht das hier nehmen. Klar. Ich bin auch doof. Wir sind im falschen Ordner. Oder ich war im falschen Ordner, ihr nicht. Okay, Content. Komm. My Content. So. Lava. Hier. Und jetzt haben wir die Textur. Also wir haben im Prinzip eine ganz normale Textur erstellt. Aber das sieht natürlich noch nicht mal annähernd aus wie Lava. Achtung, dieses rote Leuchten hier hinten, das wir hier sehen können, das ist tatsächlich vom Schatten. Das hat nichts mit der Lava zu tun. Also die leuchtet nicht irgendwie. So, jetzt ist es immer noch nicht ganz so, wie ich das ganz gern hätte. Ich möchte natürlich, dass sich meine Lava bewegt. Und das ist genau das, was heute extrem besonders ist sozusagen. Und zwar hier drüben gibt es einen sogenannten Panner. Deswegen heißt das Video auch Panner. Das hat übrigens nichts mit irgendwelchen Obdachlosen zu tun, sondern nur was mit diesem komischen Ding hier. Okay, wir ziehen das hier in die UVs rein. Das sind die Offsets, also UVs bezeichnet man auch als Offsets. Das heißt, wie viel Offset haben wir denn immer mal wieder? So, und jetzt hat dieser wundervolle Panner hier eine Eigenschaft. Und zwar, ihr seht, wenn wir hier drüber fahren, können wir hier Sachen einstellen. Wenn wir hier drüber fahren, können wir hier Sachen einstellen. Kennt ihr alles. Jetzt können wir hier beim Panner auch tatsächlich die Geschwindigkeit in X- und in Y-Richtung einfließen lassen. Und das ist natürlich extrem mächtig, weil wir dadurch auch einfach sagen können, ich möchte, dass mein Objekt eine Geschwindigkeit hat. Bam. Und genau das mache ich jetzt. Ich setze hier meine Geschwindigkeit, upsala, das war meine Tastatur und meine Hand. Ja, ich setze die Geschwindigkeit zum Beispiel auf 0,1 und dann sehen wir hier, der Ball dreht sich, sieht irgendwie geil aus, hat aber noch nicht wirklich viel mit Lava zu tun. Wenn ich das ganze Ding jetzt aber hier speichere, oh mein Gott, ist meine Festplatte wieder langsam. So, dann sehen wir hier, okay, hier schwebt schon ein bisschen was rum und sieht gar nicht mal so kacke aus. Es sieht aber immer noch nicht wirklich
richtig geil aus. Es sieht zumindest ein bisschen so aus wie Lava. Also das wäre jetzt das, was ihr in einem billigen Spiel finden würdet. Wir wollen aber noch ein Schrittchen weitergehen. Irgendwie mag ich den sich drehenden Ball hier drüben. Der ist irgendwie sehr attraktiv, aber irgendwie auch nicht so ganz unablenkend. Okay, egal. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen noch ein bisschen was rein multiplizieren. Und zwar, wir sagen hier drüben, da haben wir Coordinate und Time und Speed ist quasi das hier, was wir hier gesetzt haben. Und jetzt wollen wir hier drüben, mal gucken, ob ich das hier finde. Multiply, so wundervoll. Hier kann ich das einfach reinziehen. So, und jetzt habe ich hier also ganz normales Multiplizieren. Und was ich jetzt mache, ist, ich möchte hier feste Werte rein multiplizieren und die sollen an die Zeit kommen. Und dann gehen wir hier einfach her und ziehen uns eine Constant rein. Denn ich habe jetzt hier einfach mal so rausgesucht, wie es eigentlich am tollsten aussieht, sage ich jetzt mal. So, die Konstante soll bitte 1 und nicht 0 sein. Und was wir jetzt machen ist, wir ziehen das Ding hier in A rein, also einmal irgendwas. Und dann ziehen wir eine Zeit rein. Das bekommen wir über Time. Und jetzt haben wir hier die Zeit einfach als stinknormale Input-Daten. Die bekommen wir für jedes Material automatisch mitgeliefert. Das ist ziemlich geil. Aber ihr seht auch, die Zeit hier ist nicht ganz so kompatibel. Deswegen müssen wir hier dieses Multiply reinstecken. So, okay, das wäre jetzt das eine. Das nächste ist natürlich hier oben. Wir wollen auch die Koordinaten irgendwie ein bisschen, naja, benutzen. Das heißt, wir sagen, wir wollen nicht einfach nur fix den Panner benutzen, also hier diese Constant Coordinate, die wird jetzt einfach immer die ganze Zeit auf 0 gesetzt, das wollen wir nicht. Wir wollen die Koordinaten auch wirklich schön berechnen. Und dazu gehen wir wieder mal her und ziehen uns einen Multiply hier rein, so. Und ziehen das hier in den Coordinate Slot. So, und jetzt brauchen wir wieder eine Konstante. Wow, das sieht erstmal richtig übel aus. Aber okay, ja, unser Ball wird fancy. Wir sehen es jetzt schon. So, wir ziehen uns eine Constant mit dem Wert 1 wieder mal. Und das ziehen wir uns in B. So, ja gut, das hat eigentlich jetzt nicht wirklich was geändert. Warum nicht? Weil hier vorher implizit schon 0 drin stand, aber ich mache das ganz gerne mal explizit. Und dann, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen die Tech-Koordinaten haben. Texture, oh Gott, ich vergesse mal, wie sie das nennen. Das kann sich übrigens auch bei euch mal ändern, wenn ihr hier irgendwas sucht und nicht findet. Dann versucht am spezifischsten wie möglich zu sein. Das heißt, wir suchen jetzt hier irgendwas mit Texture, ach, ich gebe es einfach mal fertig ein. Ah, doch, hier oben. Texture Coordinate, hier haben wir es doch. Wundervoll. Tech-Koord von, ja, von 0 ist korrekt. So, und die stecken wir jetzt einfach mal hier rein. Okay, so, jetzt sehen wir wieder, es hat sich nicht viel geändert, aber es sieht ein bisschen mehr nach Lava aus, zumindest nach meinem Empfinden. Und wir können das jetzt mal speichern, wir sind noch nicht fertig, keine Sorge. Wir können das mal speichern und uns dann angucken, wenn es denn soweit ist. So. Okay, und jetzt sehen wir hier, naja, es sieht ähnlich aus wie vorher. Es hat sich nicht groß was geändert. Was wir aber noch durchaus machen können, ist, wir verarbeiten das hier nochmal zusätzlich hier unten. So, und das ist jetzt, also ich habe das Ganze mit Steuerung C, Steuerung V gemacht, damit wir hier nicht, ja, damit wir hier nicht in irgendwelche Bredouillen kommen. Das hier wollen wir erstmal weg haben. Und jetzt sagen wir hier wieder, wir wollen Multiply. Und zwar wollen wir jetzt den Input von 2, also wir wollen die Dinger schichten. Das heißt, wir sagen, wir nehmen nicht nur eine Textur, nein, wir bewegen sie in 2 verschiedene Richtungen. Und das sieht dann am Ende ziemlich geil aus, finde ich. So, das multiplizieren wir hier rein. Und unten multiplizieren wir natürlich das hier rein. So, aktuell passiert noch nicht wirklich viel. Also wir sehen, es passiert schon ein bisschen was, aber es sieht noch nicht ganz so geil aus. Weil, ja, wir überlagern im Endeffekt genau dieselben Sachen zweimal. Was wir jetzt aber hier machen ist, wir nehmen einfach diese Konstante und packen die oder verändern die ein ganz kleines bisschen und sagen zweimal. Und dann verpacken wir noch diese Konstante hier. Und ihr seht schon, es sieht schon echt gut aus. Und sagen hier auch noch mal 2. Und dann haben wir ein echt gut aussehendes Material. Also ihr könnt natürlich auch hier sagen, irgendwie 1,5 oder sowas. Dann habt ihr so ein bisschen den, okay, so nicht, 1,0 wäre dann der Wert wieder gewesen. Dann haben wir hier so ein bisschen den Effekt, dass was drüber rauscht, so ein bisschen. Aber das passt natürlich, wobei für Lava, warum eigentlich auch nicht?
lasst uns das mal ausprobieren. Das ist mir so gar nicht, noch gar nicht in Sinn gekommen, dass man das eigentlich auch so machen könnte. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Und wenn man sagt, es sieht gar nicht mal so scheiße aus, dann ist es eigentlich auch meistens genau das, was man sucht. So, ja gut, ist jetzt, okay, es sieht nicht ganz so geil aus in der Praxis. Gut, deswegen sagen wir jetzt hier wieder, okay, wir gehen auf 2 und speichern. Und meine Festplatte ist so furchtbar langsam, wenn ich Videos aufnehme, deswegen muss ich leider hier jetzt gerade irgendwie ein bisschen füllen. So, und das sieht doch jetzt gar nicht mal so schlecht aus, das sieht irgendwie auch ein bisschen dunkler aus. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, und zwar ist diese, es wirkt so lang gezogen, sage ich jetzt mal. Deswegen, wir bräuchten vielleicht hier eher sowas wie einen normal großen Cube, also nichts irgendwie, was man so lang zieht oder sowas. Und wenn ich jetzt auf diesen Cube das Ganze draufziehe, dann sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich mach's mal gerade hierher. So, ihr seht's hier, sieht gar nicht übel aus, also so ein bisschen, gut, ein bisschen Minecraft-Style hat schon, aber es ist immerhin auch nur ein Cube. Sieht gar nicht so übel aus und ja, ich denke, das könnte als unsere Lava dienen. Klar, je länger ihr das Teil zieht, desto schneller wird das Ganze, denn die Geschwindigkeit bezieht sich auf den kompletten Faktor hier, das heißt auf die komplette Länge. Und wenn ihr jetzt mehr davon haben wollt, dann müsst ihr natürlich hier einfach dieses Material hier richtig drauflegen, beziehungsweise einfach mehrere von diesen Klötzen. Das wäre auch eine Lösung. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Wir haben heute ein bisschen mit Lava rum experimentiert. Wir lassen die jetzt einfach mal hier so rumfallen. Und irgendwie sieht es ganz nett aus, wenn wir hier so einen schwebenden Lavaklotz haben. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.